Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, wir hatten ein kleines Problem, wie gesagt, mit dem Server. Irgendwas ist heute in der Nacht passiert. Ich habe Riesenprobleme gehabt, auf den Server zu kommen. Und der Philipp jetzt auch. Ich bin ganz froh. Normalerweise ist Philipp der Server-Experte. Aber jetzt konnte ich ihm helfen. Ich habe mir vorhin nämlich selber, ich habe 2 Stunden gebraucht, das rauszufinden. Aber dann habe ich rausgefunden, was das Problem nämlich ist. Unsere Benutzernamen waren eingetragen, aber für unseren Account gibt es komischerweise eine neue Benutzer-ID. Und die hat das ein bisschen problematisch gemacht. Denn ja, man musste sich neu in Listen eintragen. Jetzt war das Inventar bei mir auch komplett weg. Ich habe mich durch die Minecraft-Daten gewühlt und versucht zu finden, was da schiefgelaufen ist. Und auch da waren die ganzen Daten, ja, wie soll ich sagen? Also, sie waren da, aber die ganzen IDs, die hinterlegt waren, waren komischerweise alles, ja, die alte, also die ich vorher hatte. Irgendwas hat sich da geändert, dass ich eine neue ID habe. Und das gleiche ist Philipp wohl auch passiert. Und ja, bis auf sein Inventar sind die Probleme behoben. Ich kann ihn jetzt sein Inventar auch herstellen. Ich weiß, oder wiederherstellen. Ich weiß schon, wie das mittlerweile geht, wo die Daten auf dem Server liegen. Ja, muss ich mit ihm mal kommunizieren. Wir müssen kommunizieren, ist ja klar. Das größte Problem ist, sehe ich gerade, dass ich, ja, man sieht's, er kämpft sich durch die Welt. In Discord kann er gerade nicht kommen. Vielleicht kommt er ja noch, ich wusste auch gar nicht, dass der heute online kommt. Wartet mal. So, ein bisschen Spaß muss sein. Na, das, so, jetzt würde ich aber ganz gerne eine Sache wissen wollen. So. Weil dann kommen wir hier hoch, das ist optimal. Ich würde gerne, er würde gerne, der feine Herr. Ja, ich würde gerne. Was macht denn der da alles für Erfolge? Was läuft denn da? Okay, das geht. Den Spot können wir noch umdrehen. Wir gucken mal. Wichtig wäre mir, dass hier nichts abbrennt. Weil, wie gesagt, das war damals das Problem, dass alles Feuer gefangen hat. Dauert jetzt ein bisschen, bis es runterkommt. Oh, Steinzeit. Das kann sein, dass der Sand unten Glas wird. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Das sind Sachen, die können wir alle noch ändern. Ich nehme mal sicherheitshalber das erstmal wieder weg. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Feuer fängt. Und sich ausbreitet. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, man kann das laufen lassen. Wir machen das an und gehen mal runter. Schauen uns das mal an. Da sieht man hier, zack, zweite Strom kommt. So, und dann gehen wir hier mal mit. Gehen da mal ganz runter. Eigentlich hätte man die Wolle schon wegmachen können. Naja, ist egal. Wir wollen jetzt erstmal gucken. Der Licht, das ist ein Lichtstrahl, der soll hier drin ein bisschen Licht geben, als Lichtquelle dienen. Da passiert noch nicht mal was. Sehr gut. Also der soll als Lichtquelle hier drin dienen. Man sieht, es wird hell. Das wird auch noch tiefer gehen. Und dann... Ja, dann. Und dann wird der auch noch in den Keller gehen. Der wird als Kellerbeleuchtung dienen. Hier wird es noch nach unten gehen. Das heißt, das können wir hier mal alles wegnehmen. Hier müssen wir mal gucken, ob wir die Treppen andersrum ranmachen. Achso, das war nicht so gut. Wäre ja auch eine Option. Müssen wir mal schauen. Was ist das hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Okay, es scheint nicht zu passieren. Das bedeutet... hier geht es am schnellsten nach unten. Das bedeutet, dass das hier jetzt auch geschützt ist. Sehr schön. Es wird dunkel, das ist cool. Das heißt, wir können mal rübergehen und gucken und sehen, den Leuchtturm wird jetzt wahrscheinlich dann doch noch in Flammen aufgehen. Ja, zum Ende hin, wie gesagt, ein bisschen problematisch gewesen wegen Philipp, aber ich glaube, es geht. Oh, es leuchtet irgendwie ein bisschen durch.
Warum nur? Ja, das heißt, wir schauen uns den mal an. Von der Größe geht es, glaube ich. Wir könnten den auch noch eine Etage höher machen. Ich bin da echt unentschlossen. Größer geht immer. Andererseits ist irgendwann die Frage, ob das nicht zu unrealistisch ist. Da kommt ja noch der Vorbau drauf. Er hat Vorbau gesagt. Ja, ganz schlimmes Wort. Und wir sollten hier mal... Ich habe keinen Bock auf Zombies. Boah, zuckelt das auf einmal. Ah, jetzt hat er einen Befehl benutzt. Ich wollte mir das angucken, Philipp. Wie kannst du einfach Tag machen? Wie kannst du nur... Okay, aber ich glaube, der Turm sieht schon gut aus. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob die Höhe okay für euch ist. Der ist jetzt... Wie viel hat er? 2, 4, 6, 7. Ich glaube, wir machen noch eine 8. Stufe drauf und dann passt das. Andererseits, Zug will ich ihn auch nicht haben. Ich glaube, wir lassen den so. Obwohl, ich bin ein sehr großer Fan von geraden Zahlen. Und jetzt haben wir gerade 7 Etagen. 1, 2 rote, 3 rote, 4, 5, 6, 7. Ja, aber ich glaube, das passt. Ich, wie gesagt, wir machen den nicht zu hoch. Okay. Wo ist meine Axt? Ach, ich habe die weggeworfen. Ich weiß nicht, vielleicht macht die Spitzhacke ja auch Schaden. Wir werden es herausfinden. Dum, 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 dum. Okay, das kannst du vergessen. Alter, wie lange willst du da hauen? Ich geb's auf. Ah, jetzt sind wir vergiftet. So ein Schrott. Kriegen wir damit auch nicht weg. Hallo, lässt du mich mal in Ruhe? Okay. Ist schon krass drauf. Hallo? Geht's dir noch gut? Gut, mit denen können wir uns nicht anlegen. Wir gehen mal zu Filsen. Wir sehen, da ist er, der liebe Philipp. Unseren Turm machen wir gleich weiter. Das Coole ist, wir sehen gleich mal, wie es von hier hinten aussieht. Das hat den Vorteil. Den Weg, ich weiß gar nicht, habe ich euch das alles gezeigt? Haben wir das in Let's Play gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe hier Weg gemacht. Hier kommt die Wiese auch noch weg. Hier kommt so eine kleine Skyline-Aussicht. Ja, also wie gesagt, da habe ich schon viel Liebe reingesteckt. Ich will nur nicht immer alles zeigen. Ich glaube, ich habe das in Let's Play nicht gezeigt. Ich mag nur nicht alles so im Detail zeigen, weil ich glaube, es wird irgendwann auch langweilig. Man hat jetzt schon 75 Mal in unseren letzten Let's Play gesehen, wie man so einen Weg macht. Und wir werden noch so viele Wege bauen, wo wir sicherlich auch mal online einen Livestream-Wege bauen. Hier im Übrigen habe ich Stroh reingemacht. Ich weiß nicht, ob Philipp das gesehen hat. Ja, guck mal hier, spiel mit meiner Spitzachse, komm noch her. Ja, ich habe da ein bisschen Stroh reingemacht, weil ich fand, ein Steinboden ist ein bisschen unsexy. Da ich Stroh angepflanzt habe. Ja, und den Durchgang hier habe ich auch gemacht. Ich glaube, der ist ganz adrett. Der sieht schön aus. Also mir gefällt der extrem gut. Ich weiß nicht, was Philipp davon hält, aber ich finde den richtig, richtig schön. Wo ist Philipp? Ich habe gequatscht und nicht geguckt, wo der ist. Bestimmt ist er zu mir gegangen und ich zu ihm. Wo ist Philipp? Ah, jetzt ist er plötzlich da. Jetzt ist er weg. Rotkäppchen. Na komm, wir geben die Spitzhacke. Brauchen wir nicht. Verbessert deine Spitzhacke. Okay. Ich schreibe ihm mal. Ja. Ja, Glubschi. Ah, hallo. Hm.
Hallo. So, ich schreibe ihr mal. Ich habe dir So. Hat er schon genommen? So, ja, alles, was am Baum hängt, habe ich dir geschenkt. So. Und wir sollten mal gucken. Okay. Time set 0. Ah, okay, danke. Ja, das freut mich. Ach, jetzt drücke ich schon wieder falsch. Keine Ursache. Ich schreibe mal einfach alles klein jetzt. Ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Wenn du willst, kannst du Discord kommen, schreiben wir noch. Wenn du magst, kannst du... Ich schreibe mal... Ach doch, Discord kommen. Wenn du magst, kannst du Discord kommen. Okay, wir haben es. Sehr schön, sehr schön. Das hat gerade gezuckelt. Achso, sein Stall. Habe ich aus Tierliebe mit Stroh. Ausgelegt. Ist das richtig? Deinen Stall habe ich aus Tierliebe mit Stroh ausgelegt. Rechtschreibung reden wir nicht drüber. Fehler sind gern geschenkt. Jetzt guck da. So, Hashtag Tierliebe. Wie macht man das? Wie war denn das nochmal? Bitte was? Ach so, ich wollte... So, und dann gehen wir mal zurück. Können die noch mit einem faulen Ei werfen. Nichts rausgekommen. Ja, hier haben wir die Base. Wir gehen mal zurück zum Leuchtturm. Den machen wir mal fertig. Es ist jetzt ein bisschen abgelenkt gewesen. Auch aufgrund der Serverprobleme. Sein Inventar fehlt. Das kann ich aber wieder herstellen, wenn er es denn noch möchte. Er war ja noch ziemlich am Anfang. Denn im Team sind wir jetzt auch zweimal drin. Na, also das definitiv... 5 Stunden? Ich habe 0 Minuten Spielzeit? Ich habe keine Tode, nichts. Ich bin online. Was ist denn hier los? Warum habe ich keine Spieldauer? Was ist hier los? Naja, gut. Soll egal sein. Bin da schon bei über 24 Stunden gewesen. Macht nichts. Hier haben wir einen Glasweg, der wird hier auch noch rübergehen. Und ja, den Leuchtturm. Ich wollte mal gucken, ab wo sieht man den denn? Ja, es ist ein bisschen ein Problem mit diesem Server. Das ist ein bisschen Schrott. Selbst hier sieht man den schon so in Dunst. Wie cool ist das denn? Also das gefällt mir ja mal. Und brennen tut er auch nicht. Was macht der denn da?
Die Statistiken sind mir natürlich so ziemlich egal. Also ob wir da jetzt irgendeinen Rekord haben oder Ratatazong. Ja, das ist mir relativ unwichtig. Was machen wir denn da? Was können wir hier noch bauen? Wir brauchen Gitter. Das kennen wir von letzten Mal noch. Wir brauchen Eisengitter. Ich glaube, die sind schon ganz gut. Wir müssen das nur aus Eisen machen. Das Problem ist, man muss es aus Blöcken machen. Das ist das Krasse. Wir brauchen einmal die Ecken. Wir haben das. Nein. Oh, Zellron, du Honk. Wir haben das hier irgendwo. Auch die Ecken und alles. Ach, das hätte ich nicht machen sollen. Gerade die Ecken hatten wir hier irgendwo. Nein. Hier haben wir Holz. Holz hilft nicht. Wir brauchen Eisen. Okay, ich finde es gerade nicht. Vielleicht haben wir es auch weggeworfen. Ich weiß es nicht. Okay, alles in Ordnung. Und dann brauchen wir die hier. Ich kann ja mal gucken, ob es einen anderen Zaun gibt. Zaun. Town? Was? Zaun. Ja, okay, der weiße Zaun sieht witzig aus, aber ganz ehrlich, wie heißt denn das hier? Plain? Okay, ich verstehe. Balustrade. Ja, gibt es nur das. Ganz ehrlich, komm. Zack, wir nehmen es mit. Wir schauen uns das mal an. Und wir nehmen, ich glaube, wir nehmen erstmal Erde mit noch. Erstmal nehmen wir die Erde und wir können dann ja immer noch umschwenken. So, dass wir da erstmal einen schönen Turm stehen haben. Das wäre ganz schön. Und wie gesagt, wir machen unterirdischen Gang. Man wird da so direkt nicht reinkommen. Man wird es nicht sehen, dass es dahin geht. Okay, ist ein roter Punkt. Ich dachte, das ist ein Gegner, aber wahrscheinlich unterirdisch. So, und dann gehen wir hier mal hoch. Und wie gesagt, den Zugang machen wir da weg. Den brauchen wir dann nicht. Und wie gesagt, von der Höhe her sieht das schon ganz adäquat aus. Ja, jetzt ist die Frage. Das ist die Arbeitshöhe hier. Das heißt, wir müssten eigentlich das jetzt so machen. Blub, blub, blub. So, hört sich gefährlicher an, als es ist. Scheinbar. Sehr gut. So, wir gucken mal zum Haus. Wo ist es denn? Da hinten? Ja, das sieht ganz adäquat aus. Und jetzt müssten wir... Ja doch, wir müssten mit Stein... Wollen wir den aus Stein machen außen? Der hat doch einen Vorbau. Ja, ich glaube, wir machen das mit Steinen. Ich bräuchte so einen Gleiter oder so. Also, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich jetzt doch nicht sehe, weil die Spielzeit, ich bin ehrlich, ich habe da immer geguckt, aber warum 0 Minuten? Was soll der Müll? Leaderboard. Ich weiß auch nicht, was das für ein Client. My Server Settings. Ah, das ist FT-Lib. Okay, ja, dann müsste ich das vielleicht machen. Werden mir dann halt 2-3 Stunden am Ende fehlen. Vielleicht kriege ich den noch zurecht gemogelt. Wir machen jetzt Folgendes. Ich würde gern Stein da oben nehmen. Eigentlich voll dumm, dass ich hierher gekommen bin. Andererseits, wir können natürlich jetzt auch erstmal mit Erde... Obwohl, wir verlieren die ganze Erde. Ist totaler Blödsinn, mit Erde das zu machen. Wir sollten das mit Stein machen. Und dann können wir den hier ransetzen, außenrum. Und wir gucken mal. Möglichkeiten gibt es da ja genug. Wir gucken uns mal an, was wir herstellen können. Ist ein bisschen Lauferei, aber hey, es ist Sonderfolge. Was soll's? Ihr kennt Zellron doch. Ihr kennt mich doch. Ihr wisst doch ganz genau, dass es immer so ist. Vielleicht sollten wir hier... Vielleicht ist das eine Idee. Vielleicht auch nicht. Ich glaube ganz ehrlich, nein.
Andererseits, wir könnten solange wir jetzt die ganze Zeit hier hin und her müssen, machen wir das mal so. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Aber ich glaube, so sind wir ein bisschen schneller. So, den einen nehmen wir mal weg. So, und dann können wir hier ein bisschen rüber sprinten. Dann nehmen wir Stein. Die Frage ist, wir müssten so glatten, glaube ich, nehmen. Also wir müssen diesen Stein brennen. Ich hoffe, wir haben genug Kohle. Ich hoffe, Junge, du hast Kohle. Und eine Kohle, ne? Dann wirst du sehen, was du davon hast, mein Bruder. So. Ach, guck dir das mal an. Oh. Haben wir keine Kohle mehr? Doch. Hätte mich auch gewundert, die Höhlentour, die hat doch einiges an Kohle gebracht. Jetzt können wir hier nochmal rangehen und jetzt können wir mal gucken, was haben wir denn alles so für Sachen? Wir könnten hier sogar Treppen oder so bauen, wäre auch ganz cool. Wir schauen mal, was haben wir hier? Rundungen für unten im Kellerbereich, sicherlich auch sehr interessant. Was bist du denn? Corner, okay. Rundungen? Ja, Rundungen hört sich immer gut an, aber ganz ehrlich, ja, ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlecht. Wie viel brauchen wir? 4 Stück, ne? Wir nehmen mal 4 mit. Wir haben ja 4 Ecken. Ich weiß es nicht. Wie kriege ich jetzt aber Slabs? Ich muss Half Slabs machen, ne? Die Frage ist, wo habe ich das gemacht? Hier unten, Other. Other, Other, Other. Komm mal her, wir machen mal so. Träumen was Schönes, bitte was? So. Okay. So, wir gehen mal hinten hoch. Dankeschön. Ebenso.